Servus Autofreunde, ich bin Steffen, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute einen meiner ständigen Begleiter auf meinen Touren vorstellen und das ist das hier. Das Beil Fiskars X5. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gesehen haben in meinen Videos oder woanders. Dieser kleine Begleiter hier, ja, ist ständig bei mir eigentlich, denn nicht alles möchte ich unbedingt mein Messer benutzen, ja, gerade für Holzarbeiten, um Äste abzumachen, etwas vielleicht zu spalten oder zu bearbeiten, ist so eine Axt doch ein wertvoller Begleiter. Und mit knapp 480 Gramm passt es in jede Tasche, aufgrund der Größe sowieso, passt es in jeden Rucksack rein, trägt nicht zu sehr auf, denn wir alle wollen uns ja nicht totschleppen. Und rein qualitativ kann ich jetzt schon sagen, ich habe das mehrere Wochen im Einsatz, man sieht es eben auch ein bisschen an, habe es ein paar Mal nachgeschliffen und ich möchte das nicht mehr missen. Die Axt selber oder der Kopf der Axt wiegt 390 Gramm. Die Axt hat eine Gesamtlänge von 23 cm, besteht aus einem Messerstahl mit 55 Rockwell. Nicht ganz so hart wie manche Messer, aber sehr gut in der Verarbeitung. Vor allen Dingen lässt es sich super nachschleifen. Es hat keinen balligen Schliff wie viele Äxte, also ein bisschen rundlich vorne, sondern das hier ist wirklich keilförmig geschliffen wie ein Messer im gleichen Winkel. Dadurch ist das sehr, sehr scharf und findet bei mir ständig einen Einsatzzweck. Ja, ersetzt in vielen Fällen einfach das Messer, wenn ich Holz bearbeite. An sich, der Griff selber ist von der Form her sehr angenehm. Es wird unten breiter, dadurch rutscht es nicht so schnell ab. Das ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff, ja, also robustes Material. Zum Spalten würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, zumindest wenn man sehr tief ins Holz eindringt, weil, wie man hier sehen kann, vielleicht auch später auf den Bildern, wird das Plastik so ein bisschen davon angegriffen. Das ist das einzige Manko, was ich dem entgegenzusetzen habe. Das Beil selber ist mit 30 Euro im Handel zu haben, was ich ein absolut fairer Preis finde, dafür, dass ich das Ding so oft brauche und so nützlich ist. Und für das Geld kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, Qualität ist top. Das Ganze kommt in einer Canvas-Scheide. Die hat hier hinten eine Schlaufe, womit ich das Ganze... Damit ich das Ganze am Gürtel festmachen kann oder ich habe es oft hier einfach einhängen, sodass ich es permanent griffbereit habe. Das Beil ist super scharf ab Auslieferung. Ich selber habe es ein bisschen, wie gesagt, nachgeschliffen und benutze es ständig, um Äste abzuschlagen oder um abzuasten, irgendeinen Stock oder ähnliches. Hier, gar kein Thema, wenn ich sowas habe. Da sieht man schon, wie scharf das ist. Ja, das ist ein hartes Holz. Ja, das ist nicht morsch oder ähnliches. Und hier seht ihr schon, wie locker ich diese Axt in dieses Holz treiben kann oder hier mir von mir aus ein Stück abschlagen kann. Und da brauche ich nicht viel Kraft für. Dadurch, dass der Schwerpunkt hier ganz vorne ist, gut, man hat nicht so einen langen Griff, das muss man schon sagen. Andere Äxte haben oder Beile haben einen längeren Griff und dadurch hat man ein bisschen mehr Schwung. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich da schnell dran vom Handling her. Ich habe meistens sogar den kleinen Finger hier unten. Was soll ich dazu sagen? Das Ding ist ein Mörder, ja? Easy going geht das durch jedes Holz durch. Hoppla. Ne? So viel dazu. Das, wie gesagt, ist das Fiskars X5. Unter 500 Gramm, eine super Geschichte, passt in jeden Rucksack und erspart mir oder meinem Messer die ein oder andere Tortur. Baitening zum Beispiel mache ich mit dem Messer gar nicht, dafür nutze ich das hier. Wobei man dazu sagen muss, Spalten wie gesagt nicht zu tief wegen dem Plastik, das mache ich dann anders. Aber hier sieht man schon, habe ich eben schon mal ausprobiert und das auch ein super hartes Stück Holz hier, ja. Da sieht man aber aufgrund der vielen kleinen Splitter, wie scharf diese Axt ist. Mit der habe ich mich vorhin fast geschnitten, muss man auch sagen. Hier. Scharf, das merkt man. Und ihr seht hier, wie hart dieses Holz ist. Nicht, dass ihr denkt, oh, der kann mir einen erzählen. Das ist schon was. Oh, hier ist ein bisschen morsch sogar. Fiskars X5.
für einen 30er im Handel. Ich kann es jedem empfehlen. Das hat mir schon super Dienste getan und ist der ideale oder die ideale Ergänzung zu jedem Messer. Wie gesagt, kaum Gewicht, passt überall rein. Ich kann es empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen.